Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spiele ich das Spiel Last Day on Earth. Ja, das Spiel spiele ich auf dem Computer mit BlueStacks. Installiert man das da drauf und dann kann man, das ist quasi wie so ein Emulator. Und dann kann man hier drauf spielen, finde ich besser, da man alles größer hat und finde ich einfach besser. Ja, das Spiel habe ich neu angefangen, da sieht man, es ist gerade mal Level 2. Ja, in diesem Spiel geht es um Überleben nach einer Zombie-Apokalypse und man muss hier halt so ein Haus bauen, das kann man dann verbessern, aus Stein zum Beispiel, dass er nicht so schnell kaputt geht. Halt so ein bisschen alles zusammenbauen. Es gibt auch richtig viele verschiedene Sachen, die man herstellen kann. Das ist zum Beispiel so eine Liste hier, wenn man ein Level aufsteigt, kriegt man hier die Punkte und mit diesen Punkten kann man sich dann, wo so ein Ausrufezeichen hier steht, für die Punkte lernen. Also man kauft das quasi für die Punkte hier und hier gibt es alles mögliche, zum Beispiel so Metall zu verarbeiten, Dusche und eine Tischlerbank, kann man Kisten bauen, um Sachen da zu hinlegen. Und das sind hier richtig viele Sachen hier. Also es ist fast wie so im echten Leben das Spiel. Was es im alles so im echten Leben gibt, gibt es auch hier fast sozusagen. Ja. Ja, dann lege ich auch mal schon mal los. Am Anfang des Spiels muss man halt sehr viele Sachen sammeln. Beispiel um ein Motorrad hier zusammenzubauen, damit man die Energie fürs andere Länder nicht benutzt. Oh, was ist das denn? Ja. Zum Beispiel hier braucht man dann so Motorblöcke, Schrauben, zwei Räder, irgendwelche Gummis, Rucksäcke, Taschen sozusagen, Tank, alles mögliche halt hier, so ein Kugellager. Ja, und dann kriegt man den Motorrad zusammengebaut und den kann man dann benutzen, wenn man hier aus der jetzt Ortschaft rauskommt, hinter diese grüne Linie, dann kann man reisen in andere Ortschaft oder einen anderen Ort besser gesagt und dann ist hier diese Energie und wenn man zu Fuß reist, dann verschwendet man diese Energie und wenn man ein Motorrad zusammengebaut hat zum Beispiel, dann wird diese Energie nicht verschwendet, dann verschwendet man nur Benzin. Den kriegt man auch in so einem Bunker Alpha, nennt sich das, kriegt man da glaube ich auch ein bisschen Benzin oder man findet überall etwas. Ja, das Spiel will ich auch ohne irgendwelche Geld dazu zu geben spielen, also das alles was frei ist, das würde ich auch das nehmen sozusagen, nichts kaufen. Ja, mit grünen Fallen, das ist, nee, nicht ein Fall, was ist das hier, so eine Info-Erscheinung, das sind die leichten Orte, mit orange sind die mittelschwer und es gibt auch noch so rote hier zum Beispiel ganz, auch hier im Wald, da, das sind die ganz schwierigen, also als Anfänger sollte man da vielleicht nicht hingehen, sondern so die grünen oder orangenen besuchen. Aber auch da ist es halt so, wenn es leichter ist, findet man da halt schlechtere Sachen. Und wenn es schwieriger ist, wie bei Orange oder Rot, dann findet man da auch bessere Sachen. Aber wir reisen am Anfang mal eine andere Ortschaft zum Beispiel hier hin. Ich komme mit der Steuerung nicht klar irgendwie. Und dann sagt man hier laufen, 15 Punkte kostet das, sage ich mal, 15 Energiepunkte, die man hier dann oben sieht. Hat man hier 200 am Anfang. Und das wird dann von da abgezogen. Und wenn man ein Auto oder ein Motorrad hat, dann kann man hier draufklicken, dann wird nur Sprit verbraucht. Das heißt, man kann dann öfters mal so Reisen und Orte besuchen. Aber wir laufen jetzt mal hier hin. Thank you.
verstorbenen Soldaten oder Zugangspass zum Bunker Alpha. Diesen Code braucht man, um zum Bunker Alpha dann zu kommen. Oh, das sind andere Spieler. Aua. Ach gut. Glück gehabt. Tja. Oh, der hat ein Rad. Das ist sehr, sehr selten. Ich muss das mal alles nehmen. Der hat gute Sachen. Was haben wir denn hier jetzt bekommen? Einmal einen Baseballschläger, das ist sehr gut. Einen Rucksack, falls mal wir mal sterben sollten, dann muss man wieder einen Rucksack herstellen. Und ich muss gerade trinken. Muss ich mal schnell mal nutzen hier. Ja, die leere Flasche behalte ich erstmal, weil wenn man nachher dann so eine Regenfass baut, wo das Regenwasser aufgefangen wird, dann braucht man solche Flaschen. Das wird dann in die Flaschen wieder befüllt. Ja, Verband kann ich tatsächlich hier Wasser benutzen als Stück Fleisch. Na gut, das sind halt die Sachen, die ich jetzt von dem genommen habe, von dem vorherigen Spieler. Oh, ein Hund. Ein Welpe. Nehme ich mal auf. Schäferhundwelpe. Den sieht man denn jetzt leider in so einem Karton. Und die kann man erst wieder freilassen, wenn man so einen Hundezwinger gebaut hat. Und dann kann man nämlich da dann die reinlassen und dann hat man so einen Hund, der dann mit euch überall hinreisen kann. Aber das braucht auch seine Zeit, bis er so weit entwickelt ist. Man muss den auch irgendwie so ein besonderer Hund sein, der dann, ich weiß nicht, wie das heißt. So. Ein Seil, am Anfang am besten alles mitnehmen. Da man viel braucht zum irgendwas basteln. Da haben wir solche Taschen, kann man so rumwühlen und dann wird gleich aufgezeigt, was man da gefunden hat. Ja, nehme ich mal wieder alles, wenn noch Platz da ist. Ja gut, das ist eigentlich hier wichtig. Dann muss ich. Oh, ja. Das ist hier alles wichtig. Ja gut, dann muss ich zuerst die leere Flasche mal weglegen und dann nehme ich das erstmal rein. Gut, und da ist noch eine weitere Kiste, aber da ist noch Zombies leider. Und ich muss mich mal ducken dafür. Da sind leider drei Stück, ich muss aufpassen, dass ich... Da hinten auch noch, das sind drei Stück. Ja egal, ich gehe jetzt mal drauf zu und ich schlag so einfach dann. Ist egal. Das sind noch die leichten Zombies. Kann ich das noch so erledigen? Oh. Ah, Levelaufstieg. Am Anfang geht das relativ schnell. Ja, man kann ja hier draufklicken. Auf den Levelaufstieg und dann sieht man hier halt die verschiedenen Fähigkeiten, die man bekommen kann. Ja, und hier steht es dann halt, Schreiter, Bewegungsgeschwindigkeit bis zu 3%, ja, Fuß auf der Karte wird um 3% erhöht, ja. Ja, Stubenhocker, ist eigentlich alles gut hier, was jetzt angezeigt wird. Tja, ich glaube, das Wichtigste ist die schneller knacken erstmal. Aber das ist auch nicht schlecht. Es ist eigentlich alles nicht schlecht, was hier angeboten wird, aber ich nehme jetzt erstmal mal das. Jo, so. Ja, dann schließe ich meine Kiste auf. Ja, dann nehme ich auch mal wieder alles. Ja gut, das kann ich jetzt vor Ort hier essen, damit ich das nicht mitnehmen muss. Diese Transistor braucht ihr am Anfang eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, wofür die dann später gut sind. Am Anfang braucht man die so gut wie gar nicht. Na gut. Und das war halt die grüne Ortschaft so. Und dann könnt ihr hier diese ganzen Dinger sammeln. Dann kriegt ihr... daraus könnt ihr Rucksäcke, glaube ich, bauen. Das sind so diese Stück Holz. Steine könnt ihr hier sammeln. Ist noch eine weitere Kiste, habe ich hier schon aufgemacht. Ja. Gut. Ja, und das war halt erstmal die grüne Ortschaft. Im nächsten Video besuchen wir dann eine orangene Ortschaft. Aber dafür muss ich halt dann ein bisschen mehr, gute, bessere Sachen kriegen,
Rüstung, bessere Waffen. Und dann reise ich jetzt mit diesen Sachen halt wieder nach Hause und lege die in die Kisten rein. Und wenn die dann in den Kisten drin sind, dann kann man wieder neu loslaufen und wieder was sammeln. Dann sammelt ihr das halt immer so, bis ihr irgendwas bauen könnt, was ihr dann braucht. Dann kriegt man hier halt wieder nach Hause. Wieder laufen und dann seht ihr schon, das läppert sich immer. Dann hat man nur noch 171 und das war gerade eine kurze Distanz. Wenn ihr eine größere Distanz laufen wollt, dann kostet es meistens so 30 Energiepunkte mal 35, manchmal auch 45. Umso weiter ihr höheren Level kommt, umso mehr müsst ihr dann hin und her laufen. Dann merkt ihr das schon, dass das viel verbraucht wird, die Energie. Ja, ich wollte auch das Video nicht zu lang machen. Gleich sind wir schon nämlich schon über 10 Minuten. Ich wollte nicht länger als 10 Minuten immer Videos machen. Deswegen werde ich an dieser Stelle auch mal jetzt das Video beenden. Als nächstes muss ich auch noch die Kisten bauen, weil die Kiste schon fast voll. Ja, ich muss eindeutig eine Kiste bauen, aber das kommt alles im nächsten Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Drückt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und über das Abonnieren würde ich mich freuen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.